Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur 30. Staffel von Star Trek Online. Star Trek Online Incursion. Ein Infovideo habe ich dazu bereits rausgehauen. Auch die Story-Mission haben wir bereits gespielt. Was noch übrig bleibt in der aktuellen Erweiterung, das sind zwei neue Einsatzkommandos, und zwar die Einsatzkommandos Guillotine im Raum und das Einsatzkommando Widerstand von Sternenbasis 1. Ebenfalls eine Raum-TFO, was ganz im Grunde sogar ein bisschen schade ist, obwohl ich ja lieber Raum als Boden spiele, aber angesichts der guten Karten, die auch die neue Story-Mission bietet und wir eine neue Bodenmechanik für die Borg haben, ist es fast ein bisschen schade, dass keine Bodenmission dabei ist. Aber vielleicht hat der ein oder andere ja dadurch Lust bekommen, mal wieder die Fähre einen Besuch abzustatten. Wie ich gehört habe, soll es so sein, dass in der ein oder anderen Mission mit Borg, vielleicht im roten Alarm oder irgendwo sogar, Borg-Schiffe vorhanden sind, die als Modelle aus Star Trek Armada stammen. Und da hat wohl der gute Tobias Richter hier die Modelle angefertigt. Sicherlich auch etwas, was wir uns bei Gelegenheit mal anschauen sollten. Noch eine ganz interessante Geschichte gibt's am Ende dieses Videos, aber jetzt starten wir erstmal in eins der neuen Einsatzkommandos und ich entscheide mich hier für Guillotine. So, Einsatzkommando bereit. Wie immer spielen wir hier gemeinsam zum ersten Mal diese TFO. Vorher noch nicht reingeguckt, noch nicht ausprobiert. Bin gespannt, auch wie nah es an der Story-Mission dran ist, ob es eine Auskopplung ist. Wie auch immer. Scheint irgendwie nicht ganz geklappt zu haben, oder? Doch. Scheinbar bin ich noch eingereiht. Hier können wir uns auch noch mal weitere Beschreibungen angucken. Borg aus dem Spieluniversum versuchen, in unserem Universum einen Brückenkopf zu richten, indem sie einen transdimensionalen Wirbel im bekannten Raum öffnen. Das dürfen wir nicht zulassen. Schauen wir mal. So, Einsatzkommando wird geladen. Mal schauen, ob das heute noch etwas wird. Okay, jetzt wollte ich gerade den Pause-Knopf drücken. So, ach. Unsere neuen Freunde sind auch dabei. Der Feind hat begonnen, seinen Unikomplex in unsere Dimension zu bringen. Das müssen wir unterbinden. Wir haben keine andere Wahl. Um den Unikomplex aufzuhalten, müssen wir 10 dimensionale Zubringer auf der Oberfläche des Unikomplexes zerstören. Sobald wir das geschafft haben, müssen wir Gewebeanker in der Umgebung einsetzen, um ein Netzwerk mit meinem Schiff, der Harmony, einzurichten. Die Harmony wird Schilder auf jeden aktiven Anker projizieren. Es wird etwas dauern, bevor die Schilde voll geladen sind, und die Borg werden versuchen, diesen Prozess zu stören und die Anker zu deaktivieren. Das müssen wir verhindern. Wenn die Anker volle Schilde haben und die Gewebestrahlen zur Harmony projizieren, werden wir das Netzwerk mit Energie versorgen. Der Wirbel wird sich schließen und dabei den Unikomplex zerstören. Durch Harmonie sind wir sicher, durch Einigkeit sind wir stark. So, welche Verteidigung hat er? Traktorstrahlen, Schneidstrahlen, Startrampen mit Borgsphären. Sollten wir alles neutralisieren. So, was ist sonst noch vom Wirbel zu erwarten? Es werden regelmäßig Borg-Verstärkungen eintreffen, um den Unikomplex zu verteidigen. Okay, wir werden sie nicht enttäuschen. So, wo fangen wir denn an? Wahrscheinlich da, wo die Zielmarkierungen drauf sind. So, die transdimensionalen Zubringer, ja genau. Tatsächlich ein Teil eines Unikomplexes hier hingezimmert.
So, jetzt starten Sphären, um den Kukubis zu verteidigen. Das ist mir jetzt erstmal egal, die Zubringer müssen weg. So, drei Zubringer fehlen noch. Wo sind die? Da ist noch einer. So, noch zwei. Wo? Da. Okay. So, einer noch. Schick hier gemacht mit dem Wirbel auch. Ob wir da reinfliegen können. Okay, da hinten ist der letzte Zubringer. Da werde ich wohl nicht mehr rechtzeitig hinkommen. So, jetzt müssen die Anker angebracht werden. Wo muss ich dazu hin? Hier, wo die Nummern angezeigt werden. Warte auf Einsatz. Ich flieg da mal hin. Anker ansetzen, Anker abschirmen. Verhindern Sie, dass die Borg die Anker deaktivieren. 6 von 6. Schon erreicht, oder was? So, Gewebeanker einsetzen. So, wird eingesetzt. Und jetzt? Bleib ich jetzt in der Gegend, oder was? Okay, eigentlich sind wir ja genug, um diese Anker aufzusetzen, oder? Dass ich hier bleiben kann. Anker abgeschirmt. Okay. Ich bleib mal hier und schirme diesen Anker ab. Wird schon irgendwie richtig sein. Anker abgeschirmt. Wie erreichen wir das denn? So, ich habe wahrscheinlich irgendwas vergessen. So, da hinten fliegt noch ein Adapter rum. Kommt der Adapter hier automatisch hin? Muss ich irgendwas tun? Ich weiß das leider nicht so genau. Fliegen wir mal zum Adapter. Alle fliehenden Borg-Assimilatoren aufhalten, optional. Ah! Wie konnte das passieren? Oh, mein Gewebeanker hat aber volle Schilde. Ich glaube, ich habe irgendwas richtig gemacht. Warum bin ich explodiert? Warum? Wir zerstören die Adapter, oder? So, hier ist eigentlich jemand. Bei 3 ist jemand. Bei 4 ist jemand. Ist ja noch irgendwo. Da hinten ist auch jemand. Hier, das schickt. Hier, Gewebeanker 1 ist auch volle Pulle. Was stört das Gewebenetzwerk? Alle Borg, taktische Kuben zerstören, okay.
So, mal ein bisschen Schilde zurückholen hier. Mal rauf, was geht? Das können wir doch noch aus infiziert die Leitung. Na, hat das bald hinter sich? Okay, Gruben zerstört. Operation abgeschlossen. Kurz und schmerzlos. Unsere Anstrengungen heute waren erfolgreich. Der Angriff des Feindes wurde zurückgeschlagen. Ihr Beitrag war ein kritischer Teil unseres Erfolges. Gut gemacht. Durch Harmonie sind wir sicher. Durch Einigkeit sind wir stark. Wie haben wir uns geschlagen? Basismarken, geschützte Gewebeanker, fliehende Assimilatoren, Gesamtmarken. Gar nicht so schlecht. Jawohl, rausgehen können wir ja immer noch. Was nehmen wir denn? Ich nehme hier einfach mal. Was brauche ich denn für Marken? Brauchen tue ich keine. Wovon habe ich am wenigsten? Terraner. Komm, wir nehmen Terraner-Marken. So, F&E-Paket gibt es noch dabei. Können wir noch ein bisschen die Lithium veredeln. Ja, groß zu gucken gibt es hier nichts mehr. Nur noch die Harmonie ist da. Okay, dann raus hier aus dem System. Also auf jeden Fall eine nett gemachte Mission, muss ich schon sagen. Und sie ist natürlich angelehnt an das aktuelle Ereignis und auch an die Hauptmission. Aber man hat hier nicht einfach irgendwas aus der Hauptmission genommen, was man nochmal nachspielt. Und es ist weder als Vorspiel noch als Nachspiel zu gebrauchen, würde ich sagen. Sondern es funktioniert, aus meiner Sicht zumindest, sehr gut unabhängig von der Hauptgeschichte. Aber lasst mich meine Meinung wissen. Genau, bestätigt mich bitte einfach in den Kommentaren in meiner Meinung und gut ist. Nein, bitte lasst mich in den Kommentaren auch eure Meinung dazu wissen. Gut, ich habe euch noch was versprochen zum Ende. Und zwar, wenn ihr dieses Video schaut, während das Ereignis Borg Tesseract noch läuft, dann habt ihr die Möglichkeit, euch hier im Zen Store unter Freischaltungen, nein, unter Promotion ist es, glaube ich, es wird bei euch ganz oben stehen. Ich habe es schon eingefordert, deswegen muss ich hier ein bisschen runterscrollen und mal gucken, wo es gewesen ist. Genau. Ihr habt nämlich hier die Möglichkeit, euch hier gratis die Protostar Sternenflotten-Uniform einzufordern. Hier zur Feier von Star Trek Online Incursion gibt's hier, steht hier unten auch nochmal die entsprechende Sternenflotten-Uniform, ist verfügbar während des gesamten Ereignisses Borg Tesseract. So, das war mir wichtig, da nochmal drauf hinzuweisen. Da habe ich nämlich bei meinen anderen Videos bisher nicht daran gedacht. Viel Spaß mit der Uniform und bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.